Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute offensichtlich nicht alleine. Wen habe ich denn heute da? Ich bin vor 5 Minuten aufgestanden. Wir hatten einen kleinen Mittagsschlaf. Ich habe geschlafen, auf einmal sitze ich hier schon in dem Studio. Ja, Freunde, wir haben keine Zeit. Wir müssen drehen. Freust du dich? Ja, was machen wir heute? Zeigst du mir heute einen richtigen Hasen? Ich zeige dir heute einen richtigen Hasen. Was für eine Überleitung. Und zwar hat Make-Up Revolution wie jedes Jahr zu Ostern ganz besonders süße Lidschattenpaletten rausgebracht. Letztes Warum Jahr, bin ich hier? Na, weil wir zwei haben. Letztes Jahr und vorletztes Jahr gab es Ostereier. Diesmal gibt es Osterhasen. Und ich habe zwei besorgt und ich bin froh, dass du heute da bist, weil so kann jeder eine Palette reviewen. Du wirst heute Beauty-Guru und deine eigene Palette reviewen. Ich freue mich. Freunde, falls ihr Danny noch nicht kennt, Danny ist mein Freund und Danny hat auch einen YouTube-Kanal. Wir haben gestern auf seinem Kanal ein ganz spannendes Video hochgeladen. Oh, da zeigen wir euch jetzt mal einen Ausschnitt, weil wir haben nämlich gekocht. Na, guck mal, jetzt geht der Streit hier schon wieder los. Ich wollte gerade sagen, du hast noch die Spaghetti selber gemacht. Nee, weil Danny, die ersten Worte, die Danny zu mir meinte, als wir uns kennengelernt haben, war, ich hasse Nudeln. Nee. Wir kochen nämlich ab sofort im Idealfall einmal die Woche auf Dannys Kanal und ich würde mich immer freuen. Immer gesund. Immer gesund. Wir kochen immer gesund, es ist so furchtbar geworden. Aber es ist lecker gewesen. Ja, ihr habt es ganz oft schon nachgekocht und das freut uns natürlich. Was uns aber auch freuen würde, ist, wenn ihr Dannys Kanal abonnieren würdet. Weil ich brauche noch die 10.000 Abonnenten bis Weihnachten. Das war der größte Wunsch, den ich hatte. Und ihr könnt mir dabei helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und der Maxim ist da eh immer. Das heißt also, es ist eigentlich Maxims Zweitkanal. Ja, also im Prinzip schon. Ja. Ich bin gefühlt in jedem Video mit drin. In jedem. Ich habe kein Video mehr alleine. Immer ist er da. Ja, aber... Ist das der Hase? Das ist der Hase. Welchen Hasen hast du denn? Kurz zum Produkt. Ich glaube, die Produkte haben jeweils 7,95 Euro gekostet. Ich habe hier einmal den goldenen Hasen. Da sind grüne Lidschatten. Warum ist das ein Hase? Ja, weil Ostern. Brauchen wir den Karton noch? Nee. Aber süß. Stell dir mal vor, du hast eine Handtasche und da holst du dann den Hasen erstmal raus und fängst sie an, diesen falschen Hasen aufzuklappen. Zeig mal den Hasen in der Kamera. Oh, voll schön. Okay, also First Impression. Ihr habt die Fännchen einmal gesehen. Danny hat die lila eine Palette. Da heißt der Hase schwarz und ich habe die grüne Danny Palette. Danny weiß, wo der Pfeffer im Hasen wächst. Nee, wie sagt man? Du weißt, wo der Pfeffer wächst? Wo der Hase im Pfeffer vergraben ist. Könnt ihr die Fännchen sehen? Das sind diese runden Fännchen. Und ich glaube, das sind dieselben Fännchen wie in den Ostereiern. Ich fand die Ostereier ein bisschen unpraktisch. Das sind aber auch die Eier. Waren gut. Ja, aber das ist ein Hasen. Guck mal, er ist schon genervt von mir. Wie findest du die Verpackung? Du musst reviewen jetzt. Ja, also ich finde die Verpackung hier sehr hochwertig. Wenn wir uns die mal genau anschauen, es ist ein bisschen sehr viel Plastik für meine Meinung nach verarbeitet. Aber ansonsten, wenn man sich das mal genau anschaut mit dem Sichtfenster und so, sieht man schon ungefähr, was in der Verpackung drin ist, aber allerdings, um wirklich zu sehen, was in der Verpackung drin ist, muss man den Hasen öffnen. Okay, hast du den Hasen geöffnet? Ja, habe ich. Hier, schaut mal her. Das sind die Ostereier im Hasen. Halt das weiter vor deinem. Das ist einmal die Palette Licorice, also Lakritze. Und ich habe einmal. Lakritze. Ich auch. Und ich habe einmal die Stardust-Palette. Ich habe nicht das. Voll schön, passt zu meinem Oberteil. Was fällt dir auf, wenn du die Palette siehst? Auch. Was mir auffällt. Was sind das für Farben? Das sind alle Schimmerfarben. Ja. Okay, Danny hat eine Palette mit ausschließlich Schimmerfarben. Das geht schon wieder schief heute. Und ich habe 4 matte Töne mit drin. Möchtest du eine Farbe zum Ausblenden haben vorher? Was ist das? Naja, wo du... Fehlt mir nicht irgendwie noch die ganze Base? Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht. Ich mache dir eine Lidschatten-Base drauf. Ich mache jetzt einfach das so auf... Auf die Augen. Du schminkst jetzt einen Lidschatten-Look. Einen schnellen Oster-Lidschatten. Ohne Base? Ohne Base. Das habe ich noch nie auf deinem Kanal gesehen, dass du sowas machst. Mach mal Augen zu. Ach zu. Und nach oben ziehen die Augenbrauen? Wie? Die Augenbrauen nach oben ziehen. Aber die Augen sind doch zu, dann geht ja, das aber nicht. Aber die Augenbrauen kannst du ja hochziehen. So? Ja, genau so. So, guck mal, jetzt hast du hier schon mal... Ich kann nicht gucken, die Augen sind zu. Fang mit schwarz hast an, du das entspricht meinem bloß Gemüt. Nicht. Willst du einen Tipp? Nee. Bloß nicht. Fang mit schwarz an, das entspricht meinem Gemüt. Okay. Hast du so einen Look im Kopf? Das hast du gehört? Ja, da ist ein Magnet. Nee, wenn du den zumachst... Dann spricht der Hasisch. Hast du denn einen Look im Kopf? Ich habe nur noch Schlaf im Kopf, ehrlich gesagt. Ich habe einen, ich nenne den Bugs Bunny den Look. Nimm dir mal einen Pinsel und dann
Mach mal einen Look. Was mich ein bisschen stört, ist, dass da kein Spiegel drin ist, aber es ist ja auch ein Hase. Stimmt, da ist kein Spiegel drin. Ja, du hast den großen hier, ich nehme hier den kleinen. Welchen Pinsel nehme ich? Kommt drauf an, was du jetzt als erstes machen möchtest. Was mache ich denn als erstes? Na, möchtest du eine Cut Crease, möchtest du ein Halo-Eye, möchtest du... Was für ein Halo-Eye? Ein Halo-Eye. Kennt ihr das Lied Halo? Da singt sie immer über den Heiligenschein. Ich dachte früher immer, dass sie Hallo singt. So, Freunde, also wir fangen jetzt an. Ich nehme hier einen Pinsel von der Firma BH Cosmetics. Das ist ein gelber Pinsel. Geh hiermit in die Farbe 2409 Orange. Das ist eine wunderschöne Lidschattenfarbe. Du musst sagen, dass das gerade Quatsch ist, was ich jetzt... Ich lass dich mal machen. Wieso? Ja, weil es ja lustig ist, was du da machst. Ich gehe in die Farbe Orange und tupfe etwas auf meinen Pinsel um. Denn hier, schaut mal bitte her, guck mal bitte her. Ich habe hier dieses Problem, dass ich so sogenannte Schlupflider habe. Könnt ihr das sehen? Das heißt, für mich ist es immer sehr, sehr schwierig, meine Augen zu schminken. Ich mache das ja Tatsache auch jeden Tag. Als? Du bist ja schon voll weit. Nee, ich habe die erste Farbe immer aufgetragen. Ich will aber nicht diesen Pinsel haben. Ich möchte den Pinsel von Marvin haben. Das ist der Pinsel von Marvin. Damit gehe ich jetzt in die Farbe 040529 Orange und gehe damit auf mein inneres Lid. Schaut mal bitte her. Ach, jetzt habe ich ja wieder, jetzt ist es ja wieder soweit. Ich kann ja nur ein Auge, also ich kann nur beide Augen schließen. Nein, das kriegst du hin. Du hast ja jetzt Übung. Und wie ihr seht, kann ich nicht sehen, was ich hier tue. Sieht aus, als ob ich eine Bindehautentzündung habe. Danny hat seine Bindehautentzündung immer auf dem Auge, nicht in dem Auge. First Impression, die erste Farbe, die ich aufgetragen habe, die, guck mal, richtig die, gut. Die hab, ich habe hier so, wie sagt man? Kickback. Also das Grün ist krass. Hast du schon was auf dem Auge? Ja, ich orange. Ich empfehle den, probier doch mal den Finger, weil Finger ist immer besser. Und welche Farbe? In Orange. Du kannst in Orange gehen. Ich habe ja meine Augenzüren, sehe ich nichts. Aber warum machst du denn dein Auge nicht auf? Weil ich ihn ja schminken muss. Ihn? Na. Ich sehe voll süß aus. Kennt ihr Pocahontas? So sehe ich nicht aus. Denn Pocahontas hatte kein Make-up damals. Was haben eigentlich Indianer sich auf die Augen gemacht? Die haben Anis Kohle Wurzeln genommen. Kohle? Steine und so. Die haben sich Steine genommen? Naja. Für die Augen? Was haben die denn mit den Steinen gemacht? Naja, Steine fein gemahlen. Bist du nicht so zufrieden mit der Farbe? Nee, ich nehme jetzt blau. Also was mir auffällt, ist, dass das Grün, was ich jetzt benutzt habe, ein bisschen fleckig war. Wie geht's denn jetzt weiter mit meinen Augen? Nee, du kannst jetzt auch eine andere Farbe nehmen. Nimm doch mal einen Pinsel. Nimm doch mal diesen Pinsel hier und gib dir das schöne dunkle Blau an dein äußeres Augenlid. Nein, das ist ein flacher Pinsel, mit dem geht man flach in den Lidschatten. Wie? Naja, so. Was habe ich gemacht? Das ist, ob ich eine Suppe rühre. Ja. Okay, also ich gehe jetzt nochmal in die Farbe und gehe... So, was mache ich jetzt? Wohin gehe ich dann? An dein äußeres Drittel des Augenlides. Also ich, außen hin. Jetzt muss ich rechnen, an mein äußeres Drittelauge. Nein, da außen. Wo? Zeig nochmal. Da, außen. Oben. Nee, auf dein bewegliches Lid. Was ist denn das bewegliche Lid? Das hier. Da, wo der Augapfel ist. Hätte ich bloß länger geschlafen. Freunde, schminkt ihr euch manchmal mit euren Männern auch gemeinsam? Schreibt das mal in die Kommentare, die dies tun. Ja, du, ich höre ganz oft, dass die Mädels mit ihren Männern die Videos gucken. Also Männer, wenn ihr das Video mitseht, tut eurer Frau, eurer Freundin mal einen Gefallen. Und jetzt kannst du noch... Du hast es schlimmer gemacht, als es vorher war. Gar nicht. Doch, guck doch mal. Du musst es verblenden. Krass, kannst du nicht Make-up? Krass, kannst du mal Auge zumachen? Und du musst es jetzt hier verblenden. Aber du hast es so jetzt alles verwischt. Naja, das ist ja das Ziel, dass du Farben verblendest. Ich habe am Anfang des Videos über meine Schlupflider gesprochen, Freunde. Und wisst ihr, was mein Problem ist? So sieht man den Look, wenn ich meine Augen anstrenge. Und wenn ich jetzt gleich meine Haut runterlasse, schaut mal, sieht man keinen Look mehr. Das ist das Problem bei Schlupflidern. Ach, aber ach, habe ich gerade erklärt den Zuschauern. Wir wollen keinen Trash mehr machen. Seit wann? Seit wann machen wir keinen Trash mehr? Na, seitdem das Goldvideo da war. Oh, haben die Leute das nicht gut gefunden? Doch, aber manche haben es nicht, glaube ich, so verstanden. Ich benutze jetzt hier nochmal dieses Ockerfarben, ne? Also ehrlich gesagt, die Farben überdecken sich alle so ein bisschen. Die verblenden sich nicht so gut miteinander. Gar nicht. Ich muss so ein bisschen... Du hast aber auch eine Schimmerfarbe. Also ich muss ein bisschen ausblenden. Und ich habe Fallout unterm Auge. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Freunde, habt ihr die Paletten schon gesehen? Ich weiß, es ist im Moment ein bisschen schwierig, die in der Drogerie zu kriegen. Voll schön. Wo kann man die kaufen, die Paletten? Bei Rossmann. Oder online. Ich schau mal, dass ich sie online euch verlinken kann, weil im Moment ist es ja ein bisschen schwierig, in die Drogerie zu gehen. Ach ja. Weil viele Leute müssen sich einfach anstellen da. Und also, Freunde, jetzt habe ich mir ein buntes Auge gemacht. Was machst du? Ich bin ein Waschbär. Aber warum denn da?
Warum nicht da? Betonst du deine Augenringe? Nee, du hast gesagt, Danny darf keine Base benutzen. Also mache ich mir jetzt, muss ich mir die doch wegmachen, die. Aber doch nicht mit rosa. Freunde, wer von euch hat Vikings geguckt? Mit den Wikingern. Hat es jemand von euch geguckt? Immer wenn die Wikinger gelitten haben oder aber in die Schlacht gezogen sind, haben die sich so merkwürdige Runen auf die Haut gemalt. Und das hat meinen Look inspiriert. Das ist, also als hättest du dich mit jemandem geprügelt. Du weißt Kunst nie zu schätzen. Aber das schön deckende Schwarz. Sag ich doch. Also okay, die Lidschattenpalette ist okay. Ich zeige euch das natürlich nachher nochmal von Namen. Ich probiere jetzt aber einen Schimmerton zu benutzen, wenn ich jetzt hier noch einen flachen Pinsel finde, der noch nicht blau ist. Ich spüre den Vikings-Blues. Aber was malst du dir da jetzt hin? Na, Runen und Tees und Narben. Tees? Wie ein Wikinger halt. Ja, ich habe halt gemerkt, dass die Palette mich nicht so richtig catcht, mein Freund. Freunde, ich habe mit Maxim schon sehr viel Quatsch auf dem Kanal gemacht, ja. Aber diese Palette gefällt mir nicht. Ich finde sie total langweilig, unhandlich. Man hat die ganze Zeit so diesen Hasenpo in der Hand. Das ist wirklich, also ich... Und dafür zahle ich 100.000 Euro. Für sowas hier, Freunde. Also ich bin tatsächlich auch gar kein Freund von dem Packaging, weil ich habe entweder eine Hand für meinen Pinsel und eins, um den Lidschatten hier rauszukriegen. Da muss ich es ablegen und dann muss ich wieder ein Dings nehmen. Okay, das war mir vorher klar, weil ich wusste, da ist kein Spiegel drin. Aber die Lidschatten sind okay. Sind es 7 Euro wert? Das darf Ach Danny so, der kostet nur 7 Euro, 8 der Hase. 8 Euro, glaube ich. Ach so, 8 oder 10 Euro. Und wo hast du die her? Bei Rossmann. Hast du die gekauft noch? Ja. Echt? Das hast du dir freiwillig gekauft? Ja. Ich möchte Schmerzensgeld für dieses Video haben. Revolution cancelt mich gleich. Nein, so schlimm. Ich bin eh schon gecancelt bei denen. Warum? Weil ich nichts kriege mehr von denen. Warum kriegst du nichts mehr von denen? Keine Ahnung. Ist das wieder Tee, über den wir reden? Ja. Okay, aber das Grün leuchtet sehr, sehr schön, muss ich sagen. Was machst du denn jetzt? Na, jetzt mache ich, das vergrößere ich alles. Das ist, die Farbe ist, die hält schwierig, ne? Die hält nicht. Also ich presse das wirklich. Und ich meine, ich habe ja eine Base, du hast ja keine Base. Aber es bröselt alles an meine Augen. Waren die Ostereier vom letzten Jahr besser? Da war eins richtig, richtig gut und eins war gar nicht gut. Erinnert ihr euch noch an diese Ostereier-Videos? Ich weiß das noch, weil wir letztes Jahr das Ei auch ausprobieren wollten. Aber das Grün ist gut. Haben wir es nicht sogar gemacht? Nee, ich durfte ja nicht. Ich bin ja so selten auf deinem Kanal, weil ich immer so viel Quatsch mache. Wobei, ich verstehe das gar nicht. Wo mache ich Quatsch? Can't relate. Meinst du, wir kriegen den Look noch gerettet? Nein. Ich habe jetzt mal hier zwei Farben geswatcht. Einmal das Pink und einmal das... Okay, Trash. Gut, nee. Glaube ich. Mm-mm. Nee, finde ich auch nicht gut. Ich bin gerade sehr enttäuscht. Sehr. Ich habe eine ganz große Brille gemalt. Sieht aus wie Harry Potter. Sieht aus wie ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Okay, also auch das Grün, das dunkle Grün in der Palette, muss man so ein bisschen schichten. Schatz, das Problem ist, ich war so lange nicht mehr auf deinem Kanal, dass ich ganz vergessen habe, wie man sich schminkt. Die Farben sind nicht schlecht, die sind halt nur sehr bröckelig. Also ich bin Tatsache nicht so zufrieden. Ich auch nicht. Ich krieg ja gar keine Farbe auf den Pinsel hier. Eben, das ist das Problem, aber du nimmst vielleicht auch die falschen Pinsel. Was möchtest du denn tun? Ich glaube, dass dieses Kunstwerk in meinem Gesicht keiner... Nachschminken kann? Nee, keine Anleitung. Also ich habe keine Idee mehr. Ich bin irgendwann auf den Weg gekommen, von dem ich nicht mehr zurückkomme, Freunde. Und ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, einfach alle Farben zu testen. Und welche Farbe gefällt dir denn am besten? Keine. Warum? Beschreib mal deine Wut. Meine Wut? Ja. Sie kommt vom Inneren des Bauches oben heraus. Und warum? Also welches, was lässt dich so wütend? Ich glaube, Tatsache, dass mir die Base einfach gefehlt hat, um erstmal nichts zu haben und darauf malen zu können. Du hast dem Künstler die Leinwand geklaut und jetzt willst du, dass ich dir ein Bild male. Und jetzt entsteht das. An wen erinnere ich dich? An vieles. Liza Minnelli. Wen? Liza Minnelli. Aber warum Liza Minnelli? Wie geht's jetzt weiter mit meinem Look? Was möchtest du denn noch machen? Lippenstift? Ja. Ich gebe dir gleich. Das ist mir immer das Liebste bei dieser ganzen Geschichte. Ich gebe dir gleich einen Lippenstift. Freunde, ich mache einmal kurz den Look fertig. Dann gebe ich Danny einen Lippenstift. Ich mache mir noch Lashes drauf. Verblendest du noch mein Schwarz? Wo soll ich denn das hinblenden? So, Freunde, wir hatten eine kleine kurze Unterbrechung und uns ist gerade aufgefallen, dass die Sonne jetzt direkt hier ins Studio scheint. Ich klebe einmal kurz Lashes drauf. Die umrandet deine Brustwarze. Das ist wahr. Ich gebe mir immer schnell Lashes drauf und ich erzähle euch einfach ein bisschen was. Ein Schwank aus deiner Jugend? Nee, was von meinem Kanal, das wir da letztens gekocht haben. Mhm. Mach mal.
Bei mir auf dem Kanal haben wir jetzt schon so viele Videos gemacht, Freunde. Wir haben da Vlogs gemacht, wo wir gekocht haben und dann waren wir auf dem Fernsehturm. Was ist das denn? Ich dachte, es ist Lippenstift. Ein Liquid Lipstick. Was ist Liquid? Es ist flüssiger Lippenstift. Das mache ich mir dann hier auf die Lippen. Wie mache ich das? Ja. Mache ich die Lippen spitz oder? Ich würde sie glatt machen. Wieso? Also, was soll ich machen? Dann sehe ich aus wie ein Frosch. Ja, das ging schief. Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Ja, du musst jetzt so machen und dann die Ränder gerade. Freunde, es war nicht mein bester Look, das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, aber es war trotzdem schön, dass ich nach einem halben Jahr mal wieder auf Maxims Kanal durfte. Machst du das Video jetzt schon fertig? Ich bin doch noch gar nicht durch. Na, ich wollte ein bisschen jetzt erzählen. Ich habe eine Wimper verloren. Da hingen jetzt Katzenhaare dran. Nein. Das wäre lustig, so eine Katzenhaarwimper. Hat Rafa mal gemacht. Echt? Hm? Ich mache mir Wimpern aus meinen Katzenhaaren. Ich könnte mir eine ganze Perücke aus Katzenhaaren machen. Das stimmt. Also ich finde, dass ich ziemlich gut aussehe. Bist du zufrieden mit deinem Look? Ja, schon. Möchtest du die Palette bewerten? Ja, von wie bis wo? Wie von wie bis wo? Na, von 1 bis? 10. Was ist gut, was ist schlecht? Das darfst du entscheiden. Du bist der Review Master hier heute. Na, 1 ist schlecht, 10 ist gut, dann gebe ich der Palette eine 2. Echt, ja? Ja. Also vom Swatchen bin ich auch enttäuscht von deiner Palette. Von meiner? Also Tatsache, was mich an der Palette am meisten genervt hat, war einfach diese Form. Also die war einfach ja, mega unhandlich. Furchtbar. Also so als kleinen Osterspaß-Gimmick kann ich mir das schon cool vorstellen. Aber jetzt nicht als Alltagspalette. Nee, also ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil dazu die Farben, es ist einfach nicht praktisch. Ich habe jetzt einmal kurz die Lashes draufgeklebt. Ich mache auch noch schnell ein bisschen Mascara. Überraschung, kurze Review. Ich benutze tatsächlich gerne von Trendlab Sensitive. Wir wissen, was da passiert ist. Nee, wir nicht. Hast du mein Video nicht geguckt? Nee, nie. Das war das, wo jedes Produkt so furchtbar war, dass ich die Produkte am liebsten hätte zurückbringen wollen. Aber die ist gut. Die ist wirklich gut. Ich nehme auch noch einen Lippenstift. Wo ist denn der? Ich benutze von We Make Up den Ever Liquid Lipstick in der Farbe 91 oder 91. Das ist ein Grün. Ich dachte, das passt so ein bisschen zu dem Look heute. Ich habe mir was auf die Backe geschrieben. Das hast du auch aufgeschrieben? Na, lies mal. O plus M. Wer ist denn O? Weiß ich nicht. M plus D. Sieh's. Freunde, vor einem Jahr war das hier alles noch etwas romantischer. Nach über einem Jahr Beziehung sieht das hier schon ein bisschen anders aus. Gar nicht. Du dachtest, dass ich mit O zusammen bin. Ich? Sieht aus wie Neckenschleim. Was ist der Vorteil an diesen Liquid Lipsticks? Sie halten lange. Soll ich dir die Lippen nochmal ordentlich machen? Nö, brauchst du nicht. Ich finde das ganz gut so. Ich habe mir da was ja auch schon mal gedacht, weil Freunde, wenn ihr wirklich auf der Straße mal jemand aufreißen wollt, dann nimmt dieses Make-up. Naja, wegen Überfallen. Damit man einen nicht erkennt. Ja. Freunde, das ist einmal mein fertiger Look. Und das ist mein fertiger Look. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher besser ist. Und ich glaube, was ihr davon haltet. Also, kurz nochmal zum Ernst der Lage zurückzukommen, vorsichtig. Ich fand sie nicht so, sie war nicht schlecht, aber tatsächlich für 10 Euro kriege ich bessere Paletten von Essence. Auf jeden Fall, schön, dass du heute mit dabei warst. Darf ich nochmal wiederkommen? Du darfst. Ich bin nicht so zufrieden mit diesem Video heute. Nein, dann machen wir nochmal ein neues Video. Vergesst nicht, bei meinem Kanal vorbeizuschauen. Genau, schaut auf jeden Fall bei Danny vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Und wir auch? Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.